muss mal die Waffe wechseln. Ich muss mal hier durch. Oh fuck, oh fuck, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich krieg anständig Damage. Ich hab kaum noch Leben. Aber sie gibt auch langsam. Oh mein Gott, diesen Dreck vor mir. Oh mein Gott. Boah, 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 boah. Ey, was macht ihr hier? So. Medigill. Ich keinen Bock jetzt drauf zu gehen. Ist hier noch einer? Ey, pass auf. Ja, pass auf. Ey, Alter, pass auf. Ey, ey, ey. Oh nein, 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 nein. Nein. Ich glaube, ich hab's. Ich hab's. Oh mein Gott. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Rachni sind anderer Meinung. Was plant Saren? Sind erbärmlich? Nein. Ja, keine Ahnung. Die Rachni haben nicht mit ihnen kooperiert. Warum sollte ich es dann? Ich werde ihn nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Warum sollte ich ihn glauben? Warum sind Sie jetzt in der Lage, sich seiner Kontrolle zu entziehen? Ich habe einen Teil meines Verstandes vor der Indoktrination versiegelt. Habe ihn aufgespart für den Moment, wenn ich bei seiner Vernichtung helfen kann. Aber er wird nicht lange verhalten. Sie könnten wieder angreifen. Sie könnten mich also wieder angreifen. Ja. Ja, aber das wäre dann nicht aus freien Stücken, Shepard. Die Leute sind nicht sie selbst, wenn sie in Sarens Nähe sind. Man beginnt, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Man würde alles für ihn tun. Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel. Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich. Woher hat er sie? Die Sovereign ist anders als andere Schiffe. Woher kommt sie? Kann ich nicht sagen. Die Gate haben sie nicht erbaut. Ihre Technologie ist fortgeschrittener als die jeder anderen Spezies. Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten. Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt, während man von seinen Worten durchdrungen wird. Zuerst ist es ganz subtil. Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen. Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument, erpicht zu dienen. Aha. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Wie verliert man ein Portal? Wie kann etwas so Großes verloren gehen? Vor 4000 Jahren wurde ein naher Stern zur Supernova. Die Druckwelle schleuderte das Portal aus seinem System, beschädigte es aber nicht. Es ist unmöglich, seine genauen Vektoren und seine Geschwindigkeit zu ermitteln. Während die Jahrtausende ins Land gingen, verhüllte es der Nebel, den die Nova erzeugt hatte. Es ist schwierig, ein kaltes Objekt im interstellaren Raum zu finden. Besonders eines, das von heißem Staub und Radioaktivität umhüllt ist. Okay. Deshalb sind Sie hier. Es wurde auf Noveria gefunden? Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis. Sie entdeckten das Portal. Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen. Und Königinnen können das Wissen ihrer Mütter erben. Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen. Dabei war ich nicht gerade zimperlich. Die Rachni? Wir haben die Rachni erst gefunden. Sie haben geduldig gesucht. Es sind territoriale Kreaturen, die fast jeden Flecken ihres Systems kennen. Okay.
Sarens Wofür Plan. Wofür braucht Saren das Mu-Portal? Er glaubt, es würde ihn zur Röhre führen. Ich würde Ihnen gern mehr sagen, aber Saren hat mir nicht mehr erzählt. Ich war im Prinzip nur eine Sklavin seiner Sache. Ah, Sie bedauern Ihre Taten. Sie können noch immer das Richtige tun. Teilen Sie diese Information mit mir. Mhm. Ich war nicht ich selbst, aber ich hätte stärker sein müssen. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht, nur die Koordinaten des Portals zu kennen. Weißt du, wohin er von dort aus wollte? Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber Sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, Sie sollten... Mutter, ich... Geh nicht! Kämpfe gegen ihn an! Ich war immer so stolz auf dich, Liara. Stirb. Verdammt, verdammt! Alter Vater! Alter! Alter, pass auf, pass auf, pass auf! Alter! Alter Vater! Boah, 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 boah! Jetzt geh kaputt! Geh kaputt! Oh, noch irgendwo? Okay. Boah. Ich bin am Ende. Ich auch. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Bleib sie bei uns. Warten Sie. Wir haben Medigel. Vielleicht können wir damit... Nein. Er ist noch immer in meinem Kopf. Mhm. Ich bin nicht vollständig ich selbst. Das werde ich nie wieder sein. Mutter. Gute Nacht, Kleines. Ich werde dich... in der Dämmerung wiedersehen. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh. Oh. Hm. Das ist natürlich nicht so toll gelaufen. Na, was geht jetzt ab? Shappy? 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 Hinter dir? Mhm. Wow. Hallo? Hi? Hallo? Die hier... dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Ja, danke. Ich verstehe kein Wort. Was? Eure Art, miteinander zu kommunizieren, ist seltsam. Flach. Sie verleiht der Luft keine Farbe. Wenn wir sprechen, ist alles in Bewegung. Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Kontrolle, wa? Wie können sie durch sie sprechen? Unsere Art singt. Indem sie Gedanken berührt. Wir zupfen die Saiten und der andere versteht. Aha. Sie war leicht zu übermannen. Sie hat Farben, für die wir keinen Namen haben. Aber sie verblüht. Ihre Musik ist bittersüß. Wunderschön. Die Kinder, die wir gebaren, wurden uns genommen. Bevor sie das Singen erlernten. Okay. Wir haben sie an die Stille verloren.
beendet ihr Leiden. Sie können nicht gerettet werden. In ihrem jetzigen Zustand werden sie nur Schaden zufügen. Okay, was stimmt nicht mit ihnen? Ich verstehe das nicht ganz. Warum töten ihre Kinder Leute? Diese Nadelmänner. Sie stahlen uns unsere Eier. Sie wollten unsere Kinder in Kriegsbestien verwandeln. Klauen mit keinen eigenen Liedern. Unsere Ältesten fürchten die Stille nicht. Aber Kinder kennen nur Angst, wenn niemand zu ihnen singt. Angst hat ihren Verstand zerschmettert. Verstehe. Ein Baby, das man bis zum 16. Lebensjahr in einen Schrank sperrt, wird geistig nicht gesund sein. Ja, mag sein. Wenn sie sich sicher sind? Wenn sie sich sicher sind, dass sie nicht gerettet werden können. Es ist beklagenswert, aber notwendig. Tue, was du tun musst. Bevor du zu unseren Kindern kommst, musst du an uns vorbei. Was wirst du singen? Lassen sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Die Rachni waren eine Bedrohung für die gesamte Galaxis. Diese Tanks sind voller Säure. Wenn sie außer Kontrolle gerät, wird sie zersetzt. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance, gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Ihre Pläne. Wenn ich sie leben lasse, werden sie dann wieder andere Rassen angreifen? Nein. Ich weiß nicht, was im Krieg passiert ist. Wir haben nur Missklänge gehört, Lieder mit der Farbe öliger Schatten. Aha. Wir würden einen geheimen Ort suchen, an dem wir unseren Kindern Harmonie lehren könnten. Wenn sie verstehen, kommen wir vielleicht zurück. Ihr Überleben. Sind sie Überlebende des Kriegs? Ein Klon? Das wissen wir nicht. Wir waren nur ein Ei und hörten Mutter in unseren Träumen weinen. Ein Klang aus dem All brachte eine Stimme nach der anderen zum Schweigen. Er zwang die Sänger, mit seiner eigenen, bitteren Melodie mitzuschwingen. Dann erwachten wir hier. Das letzte Echo jener, die von dem singenden Planeten stammen. Der Himmel schweigt. Ich werde sie nicht töten. Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Auf Wiedersehen, Rachni. Ob wir das einmal bereuen werden, wir werden es erleben. Gib mir das. Hier ist Alarm los. Gut, mag sein. Aber es ist schon viel zu lang, der Part. Aber ich kann ja nicht mitten im Gespräch abbrechen. Das geht ja nicht. Funktioniert. Das ist ja kacke. Aber jetzt würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.